Gut, dann zunächst mal zu meiner Person. Ich habe vor 1,5 Jahren mit Freunden zusammen eine neue Firma gegründet, die Clusi GmbH. Die hat sich darauf spezialisiert, datenschutzkonform Entwicklungswerkzeuge anzubieten. Hintergrund dafür war, dass wir einen Auftrag bekommen haben der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Und die hatten in ihren Vergaberichtlinien, dass das Ganze datenschutzkonform entwickelt werden muss. Und wir haben tatsächlich keine Anbieter gefunden, die das, so wie das von der GDD gefordert wurde, auch umgesetzt haben. Und daraufhin haben wir beschlossen, wir gründen eine eigene Firma, machen das richtig und bieten das halt auch anderen dann an. Genau. Und ansonsten beraten wir seit 2011 auch diverse Firmen, was Datenschutz und Datensicherheit angeht. Unter anderem beispielsweise ein Fraunhofer-Institut. Die hatten tatsächlich 2011 festgestellt, dass bei ihnen Daten abgeflossen sind und wir analysierten dann deren IT-Infrastruktur und guckten, wie man die härten kann an der Stelle. Zur Clusi-Plattform selber. Wir haben sehr detailliert uns Rechenzentren angeguckt, wie dort beispielsweise die Zutrittskontrolle ist. Also da gibt es mehrere Sicherheitsschleusen, bevor man an die Rechner rankommt. Auch die Zugangskontrolle. Da gewährleisten wir, dass nur verschlüsselte Verbindungen zu den Servern möglich sind, also entweder über SSH oder über HTTPS beispielsweise. Und so hatten wir das für alle Punkte des Datenschutzes durchdekliniert. Ihr könnt es auch bei mir auf der Website nachlesen. Ich veröffentliche die Slides und dann könnt ihr hier auch den Links folgen an der Stelle. Was uns dann allerdings auffiel, war dasjenige, dass unsere eigenen Arbeitsplatzrechner deutlich schlechter gesichert sind. Also der Zugang zu uns ins Büro ist, nein, da gibt es keine Sicherheitsschleusen oder gab keine. Und auch ansonsten sind die Workstations deutlich schlechter abgesichert gewesen. Wir haben uns dann im Detail angeguckt, wie man die besser absichern kann. Wir haben als Vorlage ein Stück weit genommen die Empfehlungen, die von der Linux Foundation gekommen sind, von deren Admins. Darauf basiert das Ganze auch. Das heißt, ihr könnt auch später eure eigenen Richtlinien aufbauend auf dem Ganzen selber weiterentwickeln und entsprechende Checklisten. Die sind alle veröffentlicht auf GitHub. Also ihr könnt sie einfach forken, anpassen. Ja. Genau, zum Aufbau des Vortrags. Ich fange am Anfang an, nämlich was sollte bei der Hardware beachtet werden? Welche Angriffsszenarien gibt es vor dem Booten schon? Also das sind etliche. Bei der Wahl der Distribution gebe ich nur Richtlinien an. Bitte legt mich nicht darauf fest, welche Linux-Distribution, würde ich keine Empfehlung abgeben, sondern müsst ihr ein Stück weit einfach selber gucken, was für euch passt an der Stelle. Nächster Punkt ist dann, was bei der Installation zu beachten ist, wie nach der Installation das Ganze noch abgehärtet werden kann, wie Backups gemacht werden sollten und am Schluss noch ein paar Best Practices für die Arbeit als solche. Was verstehst du in diesem Sinne unter Workstation? Was macht der Admin damit anderes als mit einem normalen Arbeitsplatz-PC? Unsere Admins, die kommen auf alle die gesamte Serverinfrastruktur drauf. Und deswegen habe ich das auch im Titel als Achillesferse bezeichnet. Wenn man den Server im Rechenzentrum gut absichert, ist das das eine. Wenn man nicht gleichzeitig aufpasst, dass die Workstations der Admins ähnlich gut abgesichert sind, ist das halt die am einfachsten wahrscheinlich zu erreichende Sicherheitslücke, die ausgenutzt werden kann. Ich komme nachher noch im Detail drauf, weil Linux auf Desktops nicht wirklich sicher ist. Wie gesagt, gehe ich im Detail noch drauf ab. Hat sich die Frage soweit beantwortet, oder? Ja, also es ist im Prinzip ein normaler PC. Genau.
Wie gesagt, mit den Sachen, die jetzt kommen, man sollte bei der Hardware aufpassen, dass man Secure Boot oder was Vergleichbares bekommt. Secure Boot erlaubt einfach tatsächlich Angriffe, die vor dem Booten oder während des Booten stattfinden, ein Stück weit abwehren zu können an der Stelle. Dann ein anderes, was relativ wenig beachtet wird, sind Ports, die wirklich einen Direct Memory Access erlauben. Dazu gehört Thunderbolt, FireWire oder Express Card Ports. Die sind bei uns üblicherweise dicht. Also die will man halt in dem Moment, in dem ihr euren Arbeitsplatz verlassen würdet und einer der Ports ist offen, könnte man den RAM auslesen und damit unter Umständen eure Passwörter und dergleichen mehr. Ja. Dicht heißt softwaretechnisch abgeschaltet oder mit auf Hardware-Seite, das weiß ich, verkittet oder was auch immer? Wir haben softwaretechnisch. Reicht im Normalfall unseres Wissens vollkommen aus. Also wir kennen jetzt kein Szenario, dass man dann das Software technisch wieder einschalten könnte. Ist das soweit möglich, dass wenn ich das im BIOS abschalte oder im EFI oder genau. Muss man da weitergehen? UEFI reicht. Okay. Mhm. Gehört der USB nicht auch mit in die Liste rein? Nicht in dem Maße, weil USB nicht direkt auf den Speicher zugreift. Da gibt es im Normalfall auch im Standardprotokoll schon Sicherheitsmechanismen. Wohingegen die anderen, wie gesagt, die sind konzipiert worden für den schnellen Zugriff auf den Speicher. Und dementsprechend sind da in den Original-Schnittstellendefinitionen ist nicht vorgesehen, dass da noch irgendeine Sicherheitsüberprüfung drin ist. Also einfach nur eine andere Baustelle. Genau. Also ich würde jetzt nicht jeden USB-Stick bei mir an den Laptop stecken. Also das ist keine Empfehlung an der Stelle. Aber wie gesagt, in dem Moment, in dem die Workstation verlassen wird und im Ruhezustand ist, kommt man über USB unseres Wissens nicht an den RAM ran und kann ihn auslesen. Genau, der letzte Punkt, wo ihr bei der Hardware-Auswahl darauf achten solltet, ist, dass ein Krypto-Chip eingebaut ist. Der kann beispielsweise für die Festplattenverschlüsselung oder dergleichen verwendet werden. Die sind im Normalfall deutlich performanter auch als jede Softwarelösung an der Stelle. Also von daher, wie gesagt, bei der Hardware-Auswahl würde ich euch empfehlen, auf so ein Trusted-Plattform-Modul zu achten. Der nächste Punkt, was vor dem Booten dann zu achten ist, ist UEFI. Also das Unified Extended Firmware Interface. Damit könnt ihr beispielsweise auch FireWire und dergleichen abschalten. Das sollten mittlerweile, glaube ich, nahezu alle Workstations verbaut haben. Würde mich wundern, wenn nicht. Aber gut, nochmal als Unterscheidungsmerkmal. Und wie gesagt, im Normalfall sollte auch Secure Boot genutzt werden oder eine Alternative dazu. Alternativen ist beispielsweise von CubeOS entwickelt worden. Da gibt es ein Anti-Evil-Mate, also eine Softwarelösung, mit der man was Ähnliches erreichen kann. Das dürfte deutlich sicherer sein, sind aber höhere Aufwände für euch, euch wirklich damit zu beschäftigen, wie es funktioniert. Also im Normalfall Secure Boot hat den Vorteil, dass doch relativ viele Linux-Distributionen da sind, die Secure Boot unterstützen. Bei Anti-Evil-Mate müsst ihr euch selber drum kümmern, hat aber durchaus ein paar Sicherheitsvorteile. Wie gesagt, das ist nur die Frage, wie tief ihr euch einarbeiten wollt an der Stelle. Genau, bei der Wahl der Distribution, auf was da zu achten ist, ist, dass ihr eine Role-Based Access Control oder eine Mandatory Access Control zusätzlich zu den POSIX-Rechte-System
möglichst von der Distribution selber schon mitgeliefert bekommen. Also die Unterstützung für SE Linux, AppArmor oder Greater Security ist deutlich unterschiedlich. Da müsst ihr euch die Distribution angucken, wie gut die das Ganze unterstützen. An der Stelle, es empfiehlt sich aber unter allen Umständen, wie gesagt, deutlich mehr als das POSIX-Rechte-System zu nehmen. Hintergrund bei uns ist auch derjenige, wir unterscheiden tatsächlich zwischen zwei verschiedenen Rollen. Die eine Rolle ist diejenige, was die Administration der Workstation selber angeht. Die wird relativ selten nur genutzt, nämlich zum Update oder wenn eine grundlegende Konfigurationsänderung gemacht werden soll. Und das andere ist die normale Arbeit eines Admins an der Stelle. Und damit kriegt man über eins dieser oben genannten Toolsets eine deutlich feingranulare Rechteverwaltung, als man es, wie gesagt, ansonsten bekommen würde. Ja. Ich frage mich da gerade nach der Relevanz. Also bei SE Linux arbeite ich eine Weile schon mit. Mhm. Wie ich das verstanden habe, ist es also sehr gut, um die Serverdienste untereinander abzusichern und solche Sachen. Bei einer Workstation frage ich mich, ob da viel übrig bleibt, in dem Sinne, dass der Admin ja sowieso alles darf. Also alles, was er macht, muss ja eh von dem SE Linux freigegeben werden, in diesem Sinne, sodass da also wenig Schutz noch übrig bleibt. Natürlich gibt es da Dinge, dass also beispielsweise nicht mehr jeder in seiner SSH-Konfiguration da wirklich noch so viel übrig, dass sich das lohnt, auf einer Workstation zum Beispiel in SE Linux einzusetzen? Es stimmt, das ist eher für Server tatsächlich entwickelt worden. Von daher haben wir als einzigen Rollenunterschied, wie gesagt, die Administration der Workstation selber und die normale Arbeit, die ja die Administration auf anderen Servern macht, um verhindern zu können, dass tatsächlich wirklich grundlegende Konfiguration der Workstation selber von dem einfachen Admin, der auf andere Server geht, gemacht werden können. Okay, du trennst also die Rolle des Administrators auf der eigenen Maschine von genau. dem, was der Admin als normale Arbeit zu tun genau. hat. Genau. Also das ist das Einzige, wo sie dann sinnvoll verwendet werden können. War da noch eine Frage? Also wenn man zum Beispiel Closed-Source-Software aus der Workstation einsetzt, naja, gibt es tatsächlich für Linux, dann möchtest du auch nicht, dass diese Software in deiner Workstation überall rumholen kann. Also gibt auch noch andere Beispiele, worauf ich dann später kommen wollte. Ich meine, als normaler Admin will man durchaus einen Webbrowser verwenden beispielsweise. Webbrowser sind traditionell, die führen fast beliebigen Code aus. Und mit denen, wenn es jemand dann schafft, damit sich die Rechte des Webbrowsers anzueignen, kommt er ein gutes Stück weiter schon mal. Also dann kommt ein zweites großes Problem bei Linux Desktops mit dazu, dass beispielsweise X alle Tastatureingaben, alle Monitorausgaben an alle X-Programme sendet. Das heißt, ich brauche nur ein Programm unter meine Kontrolle bringen und kann dann schön brav mitlesen, welche Passwörter in anderen Programmen eingegeben werden. Und wie gesagt, aber unsere Admins wollen natürlich gelegentlich mal tatsächlich Sachen im Web nachgucken. Das ist, und von daher, ja, die wollen einen Browser haben, aber mit den Rechten, mit denen der Browser läuft, sollte jetzt nicht unbedingt jemand dann die Workstation administrieren können. Also da trennen wir halt relativ strikt an der Stelle. Wie ist die Trennung zwischen Browser und den Werkzeugen, die der Admin verwendet, um die Remote-Rechner im Rechenzentrum zu hosten? Also typischerweise ist das ja SSH. Wie weit sind die beiden? Kommen später nochmal drauf. Wir sind ja im Moment tatsächlich noch bei Walder Distribution.
wie gesagt, da zentral ist, wie weit tatsächlich solche rollenbasierten Rechte-Management-Systeme unterstützt werden. Das ist deutlich unterschiedlich zwischen den verschiedenen Linux-Distributionen. Da sollte man ein Stück weit gucken, wie weit, wie angenehm ist das Ganze oder muss man, wie viel Aufwand hat man tatsächlich noch von Hand dann, die nachzuinstallieren und zu konfigurieren. Das nächste, was spannend ist, bevor man sich eine Distribution auswählt, auch mal deren Sicherheitsmitteilungen sich anzugucken. Auch da gibt es relativ deutliche Unterschiede, wenn man sich das anguckt. Gibt es beispielsweise manche abgeleiteten Distributionen, die brauchen relativ lange, bis sie dann ihre Sicherheitsmitteilungen rausgeben. Also die haben natürlich immer das die Schwierigkeit, sie müssen abwarten, bis in der Originaldistribution das geändert worden ist und können das dann erst bei sich wieder anpassen. Aber wie gesagt, das sind zum Teil relativ große Verzögerungen da. Guckt euch mal an, einfach über die nächste Zeit, wie schnell die verschiedenen Distributionen, wie gut sie informieren drüber. Auch da gibt es deutliche Unterschiede. Das sollten so die Kriterien sein für euch, wonach eine Distribution dann ausgewählt werden sollte. Weiterer ebenfalls großer Unterschied ist tatsächlich, wie weit Secure Boot unterstützt wird. Also es gibt etliche Linux-Distributionen, die Verträge mit Microsoft haben, dass zumindest deren Standard-Kernels immer zertifiziert sind. Das ist das eine. Oder wenn man seine Kernel selber kompilieren will, was durchaus auch sein kann, auch das ist bei Linux-Distributionen vollkommen unterschiedlich, wie weit man die dann selber zertifizieren kann. Also das geht bei den einen deutlich leichter als bei den anderen. Genau, UEFI-Unterstützung haben mittlerweile alle, also da sind keine großen Unterschiede zu erwarten. Auch Festplattenverschlüsselung ist mittlerweile deutlich besser geworden. Eine Anekdote aus der Vergangenheit war irgendwann mal Ubuntu, die haben es fertiggebracht, nur das Home-Verzeichnis zu verschlüsseln. Da lachen Sicherheitsexperten einmal herzlich und sagen dann, nee, so geht's nicht. Ja, aber wie gesagt, auch das gehört der Vergangenheit an. Ja. Was ist eine Distribution, wo es mit dem selbstkompilierten Kernel relativ einfach funktioniert? Das war Fedora beispielsweise. Die bieten da deutlich mehr Unterstützung dafür. Ich hätte noch eine Frage. Mhm. Ich weiß, dass es nicht praktikabel ist, aber eigentlich möchte man ja gar nicht ein UEFI-BIOS, sondern lieber Coreboot, wenn man das könnte, aber unterstützt ja nicht besonders viele Geräte. Genau, das BIOS ist. BIOS an sich ist ja schon irgendwie schon böse. Ja, definitiv. Also deswegen, wie gesagt, war bei uns halt die Empfehlung, deutlich auf UEFI zu gehen. Als neuen Standard da, das erscheint uns deutlich sicherer. Und wie gesagt, es gibt dann andere, also ich erzähle an manchen Stellen durchaus, wo man mehr Sicherheit machen kann, allerdings mit relativ hohem Aufwand. Ich meine, das muss man sich halt auch überlegen, ob die Admins wirklich, wie groß die Admin-Abteilung ist, wie viel Aufwände sie betreiben können zur Administration ihrer eigenen Workstations. Da gibt es, wir haben in unserem Kundenkreis durchaus Kunden, die 200 Admins beschäftigen. Da sind dann auch einige damit beschäftigt, wirklich die Workstation selber zu betreuen. An der Stelle, da kann man deutlich mehr Aufwand machen. Bei anderen, komme ich später beispielsweise noch drauf, empfehle ich auch wirklich automatische Updates aus der Distribution einzuspielen. Also wenn die Arbeitsgruppe einfach viel zu klein ist, dann kommt sie nicht hinterher. Nicht in dem Maße, um besser zu sein als die Distribution selber. Das ist von daher unsere Empfehlung im Normalfall, wenn die Gruppe wirklich klein ist und
nicht dezidiert mehrere Leute damit beschäftigt sind, wirklich sich nur um die Workstation-Administration zu beschäftigen, dann würden wir halt sagen, der Automatismus bringt mehr Vorteile als Nachteile. Genau, bei der Installation selber, auch das ist noch lustig, nicht alle Linux-Distributionen haben standardmäßig die Festplattenverschlüsselung aktiviert. Also bei etlichen muss man das nochmal explizit angeben. Ist kein Problem, man muss nur darauf achten. Also das ist so, und wie gesagt, bis auf die Bootpartition auch komplett verschlüsseln. Bootpartition verschlüsseln kann meines Wissens nur Arc selber. Ist aber, wir kommen nachher noch auf Beispiele, wie man darauf achten kann, ob die Bootpartition wirklich korrumpiert ist oder nicht. Also das kann man auf eine andere Art und Weise noch überprüfen. Das muss nicht unbedingt verschlüsselt sein. Genau, dann zum nächsten Punkt. Man sollte sich gute Passwörter, Passphrasen überlegen. Das war lustig. Ich war letzte Woche auf der Kölner IT-Security-Konferenz. Da haben Security-Experten so dreistellige Passwörter eingegeben, gelegentlich mal am Beamer. Als ich dann jetzt meinen Vortrag erzählt habe, so ihr wollt im Normalfall an bestimmten Stellen, nämlich wenn ihr die Workstation bootet, wollt ihr nicht allzu lange Passwörter haben, die im Normalfall eingegeben sind. Da empfehlen wir im Normalfall deutlich kürzere Passwörter zu nehmen, allerdings die auch mit einer deutlich höheren Entropie an der Stelle. Also ihr braucht die halt mindestens zweimal, um die Festplatte zu entschlüsseln und einmal, um euch anmelden zu können. Kurze Passwörter sind bei uns aber mindestens 12 Zeichen. Also drunter geht, wie gesagt, mindestens 12 Zeichen und hohe Entropie in dem Ganzen. Das heißt, da nutzt den Zeichensatz wirklich so gut wie möglich aus. Im besten Fall würde man eigentlich gar keine Passwörter eingeben, sondern im Idealfall, was ein Kollege macht, YubiKey ranhalten, Taste drücken und unter YubiKey gibt es Passwort ein. Und da ist dann durchaus das Passwort auch 40 Zeichen lang. Also so Maximum, was der YubiKey halt hergibt. Genau, komme ich später noch mal drauf. Wie gesagt, das Initiale beim Installieren bleibt aber an der Stelle. Das kriegt man, der YubiKey kann erst später ins Spiel kommen nach der Installation. Gut. Genau, also wie gesagt, bei Passwörtern drauf achten bitte, mindestens 12 Zeichen und ja, möglichst hohe Entropie in dem Ganzen. Also wir lassen es uns im Normalfall einfach über PWGen generieren auch an der Stelle und das bei PWGen kannst du ja eingeben, dass er halt auch Symbole nehmen soll, dass mindestens eine Zahl drin ist, Groß-Kleinschreibung unterschieden wird und ja. Mindestens ein Zeichen, was nicht auf der Tastatur ist. Man kann sich auch ins Knie schießen, ja. An der Stelle. Gut, im Normalfall ist es bei uns auch so, es gibt kein Login als Root. Es muss sich jeder mit seinen persönlichen Gesundheit Credentials anmelden, um dann die notwendigen Rechte zum Administrieren der Workstations zu erreichen an der Stelle. Das hat für uns auch den Vorteil, wir können nachvollziehen, wer welche Änderungen gemacht hat. Wenn sich jemand als Root anmelden kann, geht es halt nicht mehr. Das heißt, ich kann habe danach überhaupt keine Chance rauszubekommen, wie kam diese Änderung überhaupt rein. Also deswegen im Normalfall, wie gesagt, kein Login als Root, sondern über persönliche Credentials und dann die Rechte zu erweitern. Das nächste, was wir vorher schon hatten, war die Admin-Gruppe tatsächlich, also dass man zwei verschiedene Rollen hat an der Stelle, die unterschiedliche Rechte auch bekommen.
Und der letzte Punkt, Rootkit Hunter oder Intrusion Detection Systeme, die sind beispielsweise dazu geeignet zu überprüfen, ob die Bootpartition geändert worden ist. Also Rootkit Hunter macht im Normalfall Hashwerte der Dateien von sich aus. Die kommen bei uns auf eine externe Festplatte, die im Normalfall nicht angeschlossen ist. Das heißt, die im normalen Betrieb halt auch nicht verändert werden kann, wie auch immer. Und lediglich wenn, also wir überprüfen dann regelmäßig, ob da eine Veränderung stattgefunden hat. Das ist aber im Normalfall im Offline-Modus dann beispielsweise. Können wir wunderbar abends machen, nach Feierabend. Und überprüfen auf die Art und Weise sehr regelmäßig, ob es da eine Veränderung gab. Was amüsiert so sehr? Nee, das ist automatisiert. Da muss, also bei uns sind die Admins auch so, die darf man nicht langweilen. Also die wollen da nicht zugucken und Däumchen drehen dabei. Das ist auch nichts, was ich ihnen vorgebe, sondern wir haben die Richtlinie alle gemeinsam entwickelt. Also das ist vielleicht auch nochmal, ich gehe in dem Vortrag nicht auf soziale Sachen ein. Aber es ist im Normalfall eine gute Idee mit denjenigen, die an dem Arbeitsplatzrechner arbeiten, gemeinsam die Richtlinien zu entwickeln. Nur dann habt ihr wirklich gute Chancen, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird. Also wir hatten das durchaus schon mal bei einer Diakonie. Da haben sich die Ärzteschaft und die IT-Abteilung gegenseitig hochgeschaukelt. Die Ärzte wollten zu Hause immer noch mal gelegentlich mal Krankenakten angucken. Die IT-Abteilung hat möglichst versucht, alle Zugänge dicht zu machen. Sie haben es nie vollständig geschafft. Die Ärzte konnten immer noch von zu Hause aus arbeiten, aber auf immer unsichereren Wegen. Das war von daher eine schlechte Idee. Wir haben dann mal die Ärzte gefragt, wie müsste denn, was wollen sie denn genau zu Hause tun? Und haben dann mit denen gemeinsam entwickelt, wie man auch von zu Hause aus sicher auf Patientendaten zugreifen kann. Damit hatten sie die Lösung und kamen nicht mehr auf die Idee, Patientendaten per USB-Stick oder per E-Mail an sich nach Hause zu schicken. Das ist nämlich tatsächlich vorher passiert gewesen. Nein, die meisten Menschen wollen gute Arbeit machen an der Stelle und man sollte es ihnen ermöglichen. Genau. Das braucht man und dann halt eine Lösung schafft. Genau. Mal, wenn man nur immer miteinander rangelt, kommt nichts bei raus. Und dann werden Seitenwege einfach. Nee, das sind halt Sicherheitslücken, die dann wirklich entstehen, die fast beliebig einfach dann auszunutzen sind. An der Stelle. Und ja, also von daher, wie gesagt, ich gehe nicht auf soziale Aspekte ein, aber das gehört mit Sicherheit mit dazu. Bitte gemeinsam mit denjenigen, die es dann umsetzen sollen, die Richtlinien zu erarbeiten. Dann erklärt sich auch für Admins gelegentlich mal, warum jetzt manche Arbeiten sperriger geworden sind als vorher. Das passiert. Das ist natürlich kann man bei sich die Wohnungstür aushängen, dann kommt man viel schneller rein, also klappt viel besser an der Stelle. Bei einer Wohnungstür wissen es die meisten, das wollen sie nicht. Bei IT sieht es gelegentlich nochmal anders aus. Gut, aber jetzt zurück. So, Rootkit Hunter, wie gesagt, der macht es über Hashwerte. Gibt noch weitere Intrusion Detection Systeme, die noch mehr und detaillierter analysieren an der Stelle. Auch da im Normalfall für kleine IT-Abteilungen, wenn es nicht deren Hauptaufgabe ist, Intrusion Detection Systeme sind relativ aufwendig zu konfigurieren. Man braucht einige Einarbeitungszeiten auch danach wollen, die immer gut gepflegt werden. Also Rootkit Hunter ist, würde ich jedem empfehlen, andere Intrusion Detection Systeme. Ja, wie gesagt, erst wenn ihr im Prinzip einige Mitarbeiter habt, die eigentlich nichts anderes tun, als sich mit solchen Systemen zu beschäftigen. Weil ansonsten kann das dann schnell ein Fulltime-Job werden. Genau, wenn wir es jetzt installiert haben, anschließend das Ganze gehärtet werden soll, dann tatsächlich zunächst die Direct Memory Access Ports dicht machen. Das ist das Erste. Wie gesagt, man kann sie bei Bedarf ja wieder freigeben, wenn ich mal
was ganz Bestimmtes tun will. Muss dann halt aufpassen, dass es am Schluss wieder zurückgesetzt wird. Aber wenn man es ordentlich macht, auch diese Veränderung. Genau. Das ist bei uns über die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Wir haben tatsächlich auftragsbezogene Datenverarbeitung. Das heißt, alles, was wir tun, muss einem Auftrag zuzuordnen sein. Wir dürfen nichts tun, ohne dass es das gibt. Also wir dürfen uns selber beauftragen. Das ist nicht das Problem, aber es muss ein Auftrag da sein dazu. Was wir auch relativ häufig gesehen haben, war, dass Root-Mails nicht konfiguriert sind. Und die geben durchaus gelegentlich mal spannende Informationen. Was passiert da eigentlich gerade mit der Workstation? Läuft die wirklich rund oder ja? Also das empfiehlt sich im Normalfall, die Mails wirklich nicht irgendwie auf der Platte liegen zu lassen, sondern tatsächlich an Postfach zu verschicken. Genau, dann nächster Punkt ist Firewalls konfigurieren. Wir haben es bei uns beispielsweise dann auch festgestellt, wir müssen nicht mit SSH auf unsere Workstations drauf. Also auch der Daemon kann im Normalfall abgeschaltet werden. Und wie gesagt, wenn man ihn bei Bedarf braucht, kann man das gerne tun. Aber im Normalfall können SSH und auch etliche andere Daemons, guckt nochmal durch, welche laufen da standardmäßig. Da gibt es etliche, die üblicherweise nicht gebraucht werden, unserer Erfahrung nach. Dann auf die automatischen Updates bin ich vorher ja schon eingegangen. Wie gesagt, würde ich im Normalfall bei kleinen, mittleren IT-Abteilungen empfehlen. Erst in dem Moment, in dem ihr Leute habt, die, also größere Abteilungen, wo Mitarbeiter dann sehr schnell gucken können, was machen die Updates genau, das nochmal gegen ihre eigene Infrastruktur abtesten. Nur wenn es das gibt, würde ich sagen, kann es Sinn machen, tatsächlich auf die automatischen Updates zu verzichten. Aber wie gesagt, im Normalfall würde ich empfehlen, automatische Updates einzuspielen, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Weiterer Hinweis, auch nicht nur Security-Updates einzuspielen, sondern alle. Das kommt immer wieder bei nahezu allen Distributionen, die wir uns angeguckt haben, vor. Dass Security-Updates nicht wirklich gekennzeichnet sind und trotzdem mit einem ganz normalen Update Sicherheitslücken gestopft werden. Also von daher auch, wie gesagt, nicht nur Security-Updates, sondern alles, was ihr installiert habt, auf dem aktuellen Stand halten. Und das letzte Punkt ist dann, wir werten auch automatisch unsere Logdateien aus, wenn da was Verdächtiges kommt. Auch das ist sehr zu empfehlen, einfach zu gucken. Die meisten Angriffe brauchen eine Zeit lang. Man kann Auffälligkeiten feststellen, bevor sie die Logs selber umkonfigurieren. Also auch da gibt es Angriffsszenarien, wo dann halt versucht wird tatsächlich, dass möglichst nichts mehr in den Logdateien auftaucht an der Stelle. Aber die ersten Zugriffe kriegt man trotzdem im Normalfall noch erkannt. Und damit kann man immerhin schon mal ein Stück weit nachvollziehen, warum jemand ins System eingedrungen ist. Was sind die Apple-Tools? Wir haben Logwatch am Laufen. Nächster Punkt sind Backups. Da empfehlen wir im Normalfall zwei verschiedene Backups zu machen. Das eine ist, läuft tagüber einfach im Hintergrund, relativ smooth. Das ist vollständig und das ist lokal, zunächst mal. Also von daher, wir können dann auf beliebige frühere Stände zurückgehen. Das Problem an diesen Backups ist dasjenige, wenn tatsächlich mal Feuer ausbricht, sind die Chancen relativ gut, dass nicht nur die Workstation beschädigt wird, sondern auch das Backup-System. Aus diesem Grund empfiehlt sich ein zweites Backup zu machen, was bei uns in ein sicheres Rechenzentrum geht, was in unserem Fall 50 Kilometer entfernt ist.
an der Stelle. Also man will es auch, wie gesagt, nicht im eigenen Haus oder auch nicht unbedingt, man kann sich manche Szenarien vorstellen, wo geografische Entfernung wichtig ist. Also von daher zwei Backups machen. Das zweite Backup, das Remote Backup, ist nicht vollständig. Da sind nur die wesentlichen Dateien mit dabei. Ansonsten würde das zu lange dauern, wenn man das vollständig machen würde. Du sagtest sicheres Rechenzentrum. Was gibt es da für Kriterien zur Sicherheit? Das haben wir, hatte ich ganz am Anfang in den Slides, wo zur CUSE GmbH, wo wir die Rechenzentren ausgeguckt haben. Also im Wesentlichen war beispielsweise die Zutrittskontrolle. Die spielt da eine relativ große Rolle. Wir haben es dann durchaus mitbekommen, dass ein Mitarbeiter, der kam zu spät und der wurde dann einfach durchgewunken. Also so freundlich wie das von dem Personal des Rechenzentrums war, war das bei uns das Kriterium dann, warum es nicht in Frage kommt. Ist es nicht sinnvoll, gerade wenn man die Daten extern speichert, die dann zu verschlüsseln? Ach so, ja, bei uns sind die Backups tatsächlich alle verschlüsselt. Ja, und dann frage ich mich, ob die Sicherheit des Rechenzentrums, also Zugangskontrolle und so, wirklich eine solche Rolle spielt. Oder ob es nicht ein ganz normales, stinknormales Rechenzentrum tut. Das... Dropbox. Nein, das ist keine Empfehlung, ganz definitiv nicht. Ja, warum nicht? Auch die Aufwände zum Entschlüsseln, die sind halt nur hoch, aber nicht unmöglich. Okay. Also wir haben ja durchaus Szenarien, dass Schlüssel, die wir noch vor 10 Jahren benutzt haben, heute als unsicher gelten. Das heißt, ich kann vielleicht das aktuelle Backup noch nicht entschlüsseln, aber ich kann schon mal gucken, was ist denn in der Firma vor 10 Jahren passiert. Und deswegen würde ich mich nie auf eine Technologie alleine verlassen, sondern ich will über den gesamten Datenfluss hinweg überprüfen können, welche Angriffsszenarien habe ich an der Stelle und wie kann ich das aussuchen. Also Sicherheit braucht halt nur ein schwaches Glied. Das reicht vollkommen aus. Und ja, von daher, wie gesagt, Firmendaten sind zunehmend tatsächlich das eigentliche Kapital der meisten Unternehmen. Und gelegentlich hilft dann auch mal schon zu wissen, was vor 10 Jahren beispielsweise war. Und wie gesagt, mit einigem Aufwand kommt man auch an relativ aktuelle Daten ran. Das ist ja immer nur die Frage, wie viel Aufwand betrieben wird. Genau, zu den Best Practices, da kommen wir nochmal auf den Webbrowser zurück. Das sieht, ich habe das Szenario vorher schon genannt, Browser führen beliebigen Code im Normalfall aus. Fast noch schlimmer ist dasjenige, sie erlauben auch fast beliebige Plugins zu installieren. Das war jetzt vor kurzem ist von dem einen Plugin ja auch bekannt geworden, dass es dann halt schön noch personenbezogene Daten an die Entwickler geschickt hat, die damit einen lustigen Adresshandel betrieben haben. Es gibt aber auch Plugins, die einfach Sicherheitslücken aufweisen. Es war 2014 das PDF-Plugin beispielsweise, worüber man dann auch die Chance hat, den Browser unter seine Kontrolle zu bekommen. Von daher solltet ihr immer aufpassen, mit welchen Browsern ihr unterwegs seid. Uns gefällt Chromium beispielsweise extrem gut mit seinem Sandboxing-Modell. Chromium, Chrome oder Chromium, das ist dieselbe Codebasis. Die haben die beste Trennung tatsächlich der einzelnen Websites voneinander. In dem Ganzen... das ist der Webbrowser, den wir beispielsweise tatsächlich zum Surfen verwenden. Den packen wir allerdings nochmal in eine eigene virtuelle Maschine. Also Hintergrund an dem Ganzen ist, der soll sein eigenes X bekommen.
im Zweifelsfall, wenn doch ausgebrochen werden kann, dann ist er in seinem eigenen X drin und kommt an der Stelle dann nicht auf die Tastatureingaben, nicht auf die Monitorausgaben aus anderen der anderen. Für unsere eigenen Webservices, die wir anbieten, haben wir Firefox im Einsatz im Normalfall und dort auch, also in beiden Fällen haben wir auch nur relativ wenige Browser-Plugins installiert. Habt ihr dann nochmal irgendwie eine Sandbox drumherum oder darf der Browser wirklich auf alles zugreifen, wo der normale User auch zugreifen darf? Wie gesagt, sofern wir auf unsere eigenen Services zugreifen, wie Firefox, da ist keine Sandbox, also keine virtuelle Maschine drumherum, und das Chromium ist eine eigene VM nochmal. Genau. Habt ihr denn da ein gemeinsames Download-Verzeichnis oder wie handelt man das praktisch, weil man sich da schon mal was runterladen will, was man dann auch irgendwie im normalen System wieder nutzen will? Wie kommen die Daten darüber? Da gibt es tatsächlich Shared Folders, worüber wir das Ganze dann teilen. Also ansonsten wäre es einfach nicht praktikabel an der Stelle. Genau. Also es gibt durchaus ja auch eine Linux-Distribution namens CubeOS, die packt tatsächlich jede Anwendung in eine eigene virtuelle Maschine rein. Die sind von daher alle wunderbar gegeneinander gekapselt. Wir haben das ausprobiert und an manchen Stellen ist es uns aber dann deutlich zu unhandlich an der Stelle. Also von daher, das Konzept finden wir schön, aber ja, im Moment taugt es zumindest für unseren eigenen Einsatzbereich noch zu wenig. Das ist noch zu mühsam, Daten zwischen den einzelnen Anwendungen dann austauschen zu können. Okay, so oder so ähnlich sehen bei uns die Admin-Workstations eh aus an der Stelle. Genau. Ist FireJ ein Begriff? Nein. Implementierung als so Mini-Container, was direkt zum Starten von Anwendungen und zum Kontrollieren der Ressourcenzugriffe auch genutzt werden kann. Und da läuft zum Beispiel Firefox und Chrome, gibt es passende Profile, welche Syscalls die zum Beispiel ausführen dürfen. Mhm. Und damit kann man natürlich Firefox auch wunderbar einschränken, was er jetzt überhaupt darf. FireJail. Guter Hinweis. Wir nehmen KVM an der Stelle. Ich habe noch mal eine Frage zu diesen Browser-Plugins. Welche Funktion sollte man denn da skeptisch sein, ob man da den Plugin-Hersteller oder noch vertraut? Da gibt es, glaube ich, zu viele. Also wie gesagt, ich glaube als Richtlinie dasjenige wirklich nur das, was ihr tatsächlich braucht, ein Stück weit. Also nicht dem erliegen, nicht Feature über Feature über Feature reinzupacken, weil das war das Beispiel, was ich mit dem PDF-Plugin gebracht habe. Das sieht zunächst mal harmlos aus und kann aber trotzdem halt eine erhebliche Sicherheitslücke darstellen. Ich weiß, dass es viele Plugins gibt, die ja dann zum Datenschutz und so weiter da sein sollen, wo die dann doch eher Mist machen. Genau. Wenn man sich da auf eine sichere Ebene begeben und nicht so viel Datenpreis geben, was plötzlich genau das Gegenteil. Ich glaube, da sind manchmal die User irritiert. Wo sollte man dann kritisch gucken bei sowas? Ich glaube, das sind die meisten vollkommen überfordert. Wer von euch guckt sich beim Plugin den Quellcode an? Im Normalfall. Also man verlässt sich. Ja, okay, kam bei mir auch schon mal. Manche Sachen habe ich mir dann angeguckt, aber eigentlich erst im Nachhinein, also nicht als Voraussetzung von der Installation eines Plugins. Da hatte ich das, glaube ich. Habe ich auch schon selber geschrieben. Aber ganz ehrlich, da hat doch kein Mensch die Zeit für das. Genau. Ich meine, ich bin selbst bekennender Ahnung, aber wenn ich irgendwie noch praktisch was schaffen will am Tag, dann muss ich leider die reine Lehre über Bord werfen und dann irgendwie arbeiten.
Das heißt dann irgendwie, ja, ich habe jetzt in meinem Browser irgendwie drei Plugins drin, wo ich hoffe, dass sie sauber sind. Das ist dann, ja, und nicht 20 wie früher mal. Genau. Weniger ist mehr. Genau, das ist auch die Empfehlung von uns dann an der Stelle. Dementsprechend, um jetzt auf den nächsten Punkt zu kommen, Passwortmanager, wir haben drei. Also Chrome darf, oder Chromium darf sich bei uns Passwörter speichern, Firefox darf das auch. Und wir haben dann nochmal einen, der kein Browser-Plugin hat, der wirklich davon unabhängig ist, worüber wir auch tatsächlich im Team manche Schlüssel austauschen können. Also was man halt auch haben will, beispielsweise für Lights of Management oder dergleichen. Warum nutzt du überhaupt einen? Und könnt ihr das auch so eingeben? Wir haben, wenn ich mir das jetzt überlege, an die 500, 600 Passwörter. Nee, es ist nicht mehr praktikabel. Die weiß keiner mehr von uns. Das ist auch nicht merkbar an der Stelle. Wenn man die merkbar macht, dann sind sie zu kurz. Genau. Dann sind sie unsicher. Okay. Genau. Und nachgucken ist zu unsicher, weil dann steht sie irgendwo. Ja, das ist ein Problemstück. Also die, bei der Browserentwicklung wird schon geachtet darauf, dass die Passwörter, die dort gespeichert sind, die sind verschlüsselt. Die sind auch nochmal relativ gut geschützt tatsächlich, da kommt man nicht ganz so trivial ran. Das erscheint uns die bessere Lösung zu sein, wie gesagt, als das Ganze merken zu wollen. Aber wir gucken halt auch drauf, wie gesagt, das ist der Firefox, der nur auf unsere eigenen Anwendungen drauf geht. Da sind wir uns relativ sicher, dass die Anwendungen da nichts Böses tun. An der Stelle bei anderen, wenn wir in der Welt unterwegs sind, verlassen wir uns auf Chromium. Und deren Passwortspeicher. Und wie gesagt, dann gibt es halt noch für die eigene Infrastruktur nochmal andere, die wirklich offline sind, die auch im Team ausgetauscht werden und die nochmal extra gekapselt sind. Das gibt die Passwörter im Klartext. Und zwar in diesem Sinne, wenn ich das nur meinem Passwortmanager anbiete, dann muss ich auch damit rechnen, dass der irgendwann mal nicht mehr geht oder was auch immer. Oder werden die überhaupt nirgendwo im Klartext nochmal gespeichert? Die sind bei uns nirgendwo im Klartext gespeichert. Okay. Solange nicht notwendig, solange man erstens Backups von der ganzen Sache hat und zweitens nicht nur einer zugehört hat. Ja, ich habe auch schon Backups wieder eingespielt und dann geht das nicht. Und ich glaube nicht, dass das an mir auf meinen Backups lag. Also das ist ein Stück weit das Problem tatsächlich von Backups, die braucht man nämlich nicht, man will immer nur Restore haben, so ganz eigentlich. Wir haben aber durchaus, also durch Kunden aus dem Medizinbereich, die müssen tatsächlich alle halbe Jahr, kommt da jemand vorbei und sagt jetzt, ich ziehe jetzt das Kabel mal raus. Also die müssen nachweisen, dass ihre redundante Auslegung auch wirklich oder auch ihre Backups funktionieren im Zweifelsfall. Die spielen wirklich Szenarien durch. Auch das gewöhnen wir uns an. An der Stelle manche Sachen, okay, wir tun jetzt wirklich mal. Also wenn wir dann beispielsweise eine neue Workstation haben, wir stellen die aus dem Backup eines bestehenden her. Und dadurch, dass wir die ziemlich regelmäßig rotieren, kriegen wir halt mit, ob unsere Backups auch beispielsweise funktionieren. Also das ist mindestens alle 3 Monate kontrollieren wir mal. Okay, und wenn Admin außer Haus geht, dann steht der sozusagen nackt da, weil der ist nicht in der Lage, beim Kunden irgendein Passwort einzugeben, weil das weiß ja nur sein Passwortmanager zu Hause auf seiner Workstation. Genau, aus mehreren Gründen allerdings tatsächlich auch. Die Admin-Passwörter, wenn sie denn tatsächlich noch auf der Tastatur eingegeben werden sollen, könnten viel zu gut mitgelesen werden. Okay. Also wir können nicht garantieren, dass niemand uns wirklich zuguckt bei der Passworteingabe. Okay.
Oder das war halt, wer den Snowden-Film beispielsweise auch gesehen hat, der dann halt im Hotelzimmer wirklich mal eine Decke über sich und seinen Laptop geklappt hat, um genau zumindest das Mitgucken zu verhindern. Welchen von den Snowden-Filmen? Das war der erste. Das ist auch im zweiten. Das ist auch bei den Snowden-Filmen mit drin. Genau, aber wie gesagt, da kriegt man dann halt mit, also im Normalfall auch tatsächlich beispielsweise der Laptop hier ist keine Workstation. Das ist wirklich bei uns für solche Veranstaltungen wie hier und vollkommen losgelöst. Also auch zu den Arbeitsbedingungen bei uns kann dann tatsächlich Admin, wenn er auf einer Konferenz ist, nicht arbeiten. Also nicht als Admin arbeiten, er darf auf der Konferenz sein, er darf da, also das ist dann die eigentliche Arbeit, sich dort auf die Vorträge, auf die Workshops und dergleichen zu konzentrieren. Nebenher arbeiten ist da nicht an der Stelle. Und alleine wenn wir jetzt hier diesen Raum sehen, wer sagt das aus dem Fenster, wenn ihm jemand zuschaut? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich, ob hier noch ob hier was drin ist. Genau. Ich kann es nicht wissen an der Stelle und von daher ist das halt prinzipiell unsicher. Aber es ist so. Es ist so. Es kommt keiner zu. Ich weiß es nicht, aber jetzt haben wir das Fenster da oben von dem Wohnhaus. Mit einer entsprechenden Optik ist es überhaupt kein Problem, die Tastatur zu lesen. Das ist immer derart teuer, dass das kannst du nicht abgebildet irgendwie aufwand nutzen. Wieso ordentlich ist hier das Objektiv? Da habe ich, alles zu Hause für viel zu viel Geld und ich glaube, das klappt nicht. Na, das kommt drauf an. Also bei dem Fraunhofer Institut, wo wir beispielsweise die Untersuchung gemacht haben, da ging es um Patentanträge, die weggekommen sind. Die waren mehrere Millionen schwer. Gut, das ist eine andere Liga. Ich habe jetzt auch nicht anstellen. Aber um den Hacker von dem anzubeobachten, da wirst du nicht über einen 4-5-stelligen Bereich in Ausrüstung hinausgehen. Und dann schaffst du das nicht. Also nicht von da oben. Hauptsächlich geht es ja hier auch um Wirtschaftsspionage. Da lässt man sich schon was einfallen. Da passieren so viele spannende Sachen im Haus mit so viel Software, da können sich das schon lohnen. Ich hatte jetzt nicht von Beträgen geredet. Okay. So, es kommt darauf an, halt, wie das ist jetzt hier irrelevant, was hier passiert. Aber wenn jemand der Geldgeber dafür ist, dann kann halt auch mehr da sein. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich habe es mal mit einem Objektiv für pummelig 2000 Euro mit 400 mm Brennweite probiert, da kriegst du nicht viel mehr raus auf einen gewissen Abstand. Aber in fremden Aufnahmen bei gutem Licht und so weiter, aber in ganz vielen Fällen ist es dann schon wieder vorbei. Das heißt, du brauchst irgendeine Optik, die noch viel, viel mehr kann und die Kurve der Preise und der Größe von der Hardware geht ganz schnell hoch und das ist dann auch nicht mehr unauffällig, die Kurve hinter dem Fenster zu stellen. Nee, aber tatsächlich in dem Moment, in dem ich im fremden Raum bin, kann ich nicht mehr sicher sein, dass da nicht Kameras installiert sind. Das stimmt. Aber und ich habe also die sind auch zu klein, als dass man sie entdecken würde an der Stelle. Und von daher ist das halt ein prinzipiell unsicherer Raum. Ja, aber dann komme ich nicht bis da vorne hin. Nee, ich will so bei der Nachbarn vor euch. Ich kann ja auch genau. Das geht. Genau. Also so viel zu Passwörtern selber. Dann ist tatsächlich bei uns die ganzen SSH und PGP-Schlüssel, die sind tatsächlich auf einer Smartcard. Und also haben wir auch, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, die Anleitung, wie man das installieren kann, ist öffentlich zugänglich. Könnt ihr also gerne machen, aber ich wollte hier jetzt nicht ins Coden reingehen. Das führt bei uns dazu tatsächlich, dass die Workstations, die booten nicht ernsthaft hoch, ohne dass die Smartcard drin ist. Genau, ein weiteres, auf was geachtet werden sollte, nicht Suspend zu nehmen. Das könnte, wenn ihr weg seid, vom Rechner ausgelesen werden. Und auch bei Hibernate müsst ihr noch aufpassen, dass keine Passwörter mitgespeichert werden. Das ist mühsam, wenn man dann das Ganze im Ruhezustand hat, die wieder im Zweifelsfall eingeben zu müssen oder über einen YubiKey zu bekommen. Ist aber notwendig. Also sofern ihr davon ausgeht, dass ein Angriff stattfinden könnte, wenn ihr nicht neben der Workstation seid. Genau. Nächster Punkt ist dann SE Linux oder dergleichen.
zu konfigurieren für sich, für die beiden Rollen, die ich vorher genannt habe. Also das eine als der ganz normale Arbeitsplatz, das andere zum Administrieren der Workstations, kriegt man relativ gut konfiguriert. Und wie gesagt, der letzte Punkt ist dann tatsächlich, erstellt eigene Sicherheitsrichtlinien, erstellt eigene Checklisten. Ihr könnt gerne unsere nehmen und abwandeln. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, freuen wir uns auch. Also umso mehr man sich mit Security beschäftigt, umso mehr weiß man, man hat an viele Sachen gedacht. Wenn jemand behauptet, er hat alles bedacht, glaube ich nicht. Also von daher, auch uns kann es passiert sein, dass wir irgendwas übersehen haben. Irgendein Szenario, wie man dann doch angreifen kann. Genau, wen es genau interessiert, nächstes Jahr gibt es noch einen zweitägigen Workshop von mir in Köln. Wer nach der Veranstaltung hier noch Fragen an mich hat, ich sollte relativ gut zu erreichen sein. Und hier gibt es nochmal etliche Links. Also die Slides selber sind auf SlideShare zu finden und von da aus könnt ihr dann auch hier die Richtlinien, unsere Richtlinien, unsere Anleitung zum Konfigurieren von YubiKey oder dergleichen und die Checklisten euch angucken. Die sind auf GitHub. Wie gesagt, gerne. Gerne forken, gerne auch ein Pull-Request stellen. NSA-Klausel noch reinpatchen in die Richtlinie oder Pull-Request. Gut. Habt ihr noch Fragen? Gut, dann bedanke ich mich.